Wir haben ja 24 Personen insgesamt festgenommen. Davon werden jetzt am Nachmittag heute beim Amtsgericht Stuttgart schon allein 7 Personen dem Haftrichter vorgeführt. Die Ergebnisse müssten im Laufe des späteren Nachmittags eintreffen, ob diese Personen in Untersuchungshaft kommen. Unserem verletzten Kollegen, der doch an der Hand etwas heftiger verletzt worden ist, dem geht es den Umständen entsprechend. Der kann halt noch nicht arbeiten, aber das wird wieder. Und die anderen Kollegen haben ja Prellungen, Schürfwunden, Hämatome erlitten. Wir haben ja bereits in der gestrigen Nacht hier viel mehr Polizeibeamte im Einsatz gehabt, als das üblich ist. Es wird aber vor allem auf die weiteren Wochenenden ankommen. Da haben wir entsprechende Unterstützung der Politik zugesagt bekommen. Das heißt, Sie dürfen davon ausgehen, dass Sie in Stuttgart in Zukunft gerade in den Nächten Donnerstag, Freitag, Samstag noch mal mehr Polizei anwesend haben. Leider ist es ja so, dass wir mittlerweile unsere Kolleginnen und Kollegen, die eine Kontrolle machen, selber auch noch absichern müssen. Ja, das ist ja die Dimension, die jetzt noch mal neu hinzukommt. Da fällt einem eigentlich erstmal nichts mehr ein. Wir sind tief betroffen, da ist man fassungslos. Als Polizisten sind wir immer betroffen, wenn solche Gewaltausbrüche sowieso passieren. Wir sind ein Stück weit darauf eingestellt, aber in einer solchen Dimension habe auch ich das noch nicht erlebt, hier in Stuttgart, auch diese Gewalteskalation gegen Fahrzeuge. Und das Besondere ist ja eigentlich, dass diese Leute, die das gemacht haben, das sind Gewalttäter, junge Gewalttäter aus der Vergnügungsszene heraus. Sie nutzen die Vergnügungsszene als Schutz, auch um sich zu inszenieren. Wir haben ja genügend Filmmaterial auch, wo wir sehen, dass die sich extra mit dem Handy noch wohin stellen und sagen, wow, geil, toll, dass wir da dabei sind. Und dann kommt eben auch noch dieser Schutz dazu der Umstehenden, die das sicherlich teilweise auch unbewusst machen. Aber da haben wir die dringende Bitte, sich zu distanzieren. Es ist auch sicherlich nicht verkehrt, mal jemand anzusprechen, zu sagen, lass doch das bleiben. Aber natürlich mit der Zivilcourage, denke ich, sollte man auch nicht zu weit gehen. Man muss sich selber nicht in Gefahr bringen.